Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Monster Hunter World mit mir. Der Scream. Ja Leute, wir zocken weiter die Kampagne. Ich habe jetzt einen kleinen Ticken gefarmt. Man sieht es, ich habe schon die Knochenrüstung dabei und einen anderen Hammer. Das habe ich ein bisschen im Stream gemacht. Ja, aber wie die Kampagne haben wir bis auf das Lager finden, habe ich jetzt extra hier aufgehoben, damit wir das hier gemeinsam in der Aufnahme mit mir und Atze zusammen spielen können. Und wir gucken, was unsere nächste Aufgabe ist. Okay, neue Quest. Dann wollen wir mal weitermachen. Aufgabe. Okay. Beste Art von Quest heißt das Ganze. Und wir wollen das Ganze eigentlich nicht mit Randoms spielen, oder? Weil ich habe eh auf privat gestellt, also geht das glaube ich eh nicht. Mal gucken, es wird wahrscheinlich keiner reinkommen. Beste Art von Quest, genau einer von ein. Schauen wir mal, dass wir dem was zu essen bringen können. Und wir werden selber auch nochmal was Leckeres zu essen können. Ein Fleischgericht. Ja, das ist super. Die Animation finde ich immer noch sehr, sehr schön und gefällt mir wirklich super gut. Hier die kleinen Kätzchen uns da das Essen zusammenbrutzeln. Das ist einfach so schön gemacht, Leute. Lass die schmecken, mein Großer. Lass die schmecken. Cool, wir haben es bekommen. Plus Gesundheit, Ausdauer und er hat auch noch was gekriegt. Oh, wir könnten Atze nochmal schnell upgraden vielleicht. Hier vorsichtig. Die Schmiede bei Atze habe ich noch gar nichts gekauft. Aber unser Atze könnte natürlich auch nochmal ein bisschen... Komm. Ja, ja, wir wissen es. Da, unseren Palico, unseren Atze ausrüsten. Standardausrüstung. So, nice. Wir könnten ihm hier... Das hat er an. Noch ein Set basteln. Alles holen hier. Wow. Ich gerne wissen, wie das aussieht. Oh, das ist auch so ein kleiner Buschkämpfer hier. Stumpf. Wenn er vielleicht ein Messer hätte. Das ist Verteidigung 4. Nahkampf 4. Schlecht. Okay, das hier sieht doch schon wirklich gut aus. Und Element Gift. Wir geben ihm das hier. Ah. Können wir doch. Das machen wir. Atze will doch auch schick aussehen. Kann ja nicht sein, dass wir nur uns hier hochholen. Wir wollen natürlich auch Atze noch ein bisschen leveln und coole Ausrüstung bauen. Da rüsten wir ihn gleich damit aus. Oh. So, Atze, gönn dir, mein Freund. Oh, guck mal, was für einen coolen Helm wir dir geholt haben, Atze. Oh, sieht man deine schönen Augen gar nicht mehr. Schade. Naja, da kommt auch noch andere Ausrüstung irgendwann. Noch ein bisschen schade ist, dass man hier in dieser Stadt seine Mates und so weiter nicht sieht. Das ist irgendwie so ein bisschen... Naja, oh Gottchen, sieht der süß aus. Das ist irgendwie so ein bisschen schade, wo ich sage, Mensch, das wäre doch toll gewesen, wenn man hier mit seinen Leuten die Sachen traden kann und so. Das wäre echt cool geworden. Aber na gut, können wir nicht beeinflussen. Das ist jetzt halt so. Okay, wir gehen auf die Jagd, oder? Beste Art von Quest. Wir schauen mal, was wir machen müssen. Hauptziel? Ach, wir wissen es noch gar nicht. Das ist ja witzig. Na gut. Dann gehen wir mal rein und gucken, was passiert. Sind wir total offen, oder Leute? Thank you.
warten schon so lange darauf, alle Hinweise in die Hände zu bekommen. Der Tod käme jetzt ungelegen, Jäger. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturmödnis gefunden. Führe uns unversehrt dorthin, Partner. Okay, also wir müssen jetzt hier den Wagen beschützen. Das ist ja auch cool. Und nebenbei geben wir noch ein bisschen hier Pflanzen sammeln, oder? Eines ist sicher, oder? Die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Haben wir hier fleißig, aber das haben wir schon. Okay, Trank haben wir noch. Schnell was. Hey, sieh mal, ein Wasserfall. Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Ah, super. Endlich geht's mal bergauf. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin, leg dich ins Zeug. Okay, wir sind hier der Personenschutz. Ah, hier ist noch was. Sieh dir nur dieses Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Ist ja cool. Also diese Erklärungen auch zu dieser Welt und so, die sind echt so schön gemacht. Das ist wirklich mit Liebe gemacht. Also Monster Hunter ist wirklich grandios. Also von mir gibt es für dieses Spiel auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich sag mal, jeder, der diesen Jäger- und Sammlertrieb hat, der gerne farmt, der gerne besser wird in dem Spiel und Sachen craftet, der ist hier auf jeden Fall genau richtig. Zeit. Wir haben's geschafft. Können wir jetzt eine Pause machen? Da, der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Oh, sehr gut. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Und weiter geht's. Mal gut gelaunt hier, ne? Die haben echt immer gute Laune. Richtig schön. So macht also, das Spielen Spaß. Bergab ist vielleicht sogar schlimmer. Oh Mann, ist das schwer. Euch helfen. Ich würde ja gerne mit anpacken, aber... Naja, das ist mir nicht gegönnt. Ich muss ja aufpassen, dass hier nichts passiert. Arzt, wir passen auf, dass hier nichts passiert. Dickhäutige Frucht. Oh, da kommt irgendwas. Hast du das gehört? Alle, seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Fort los. Komm, Atze. Wir sind noch am Farm. Und was haben wir denn da? Aha, du liebe Zeit. Eine wow. Ratian. Jubelnder Yagi. Ein Ratian. Ratian, wie geht's dir? Ihr wisst, was das heißt, Freunde. Ja, kämpfen. In so einer Lage muss man... Keule auspacken. Oh, zu spät. Ey, greifst du mal nicht den Wagen an, Fräulein? Oh, ah. Sag mal, boah, wie viel der abzieht. What? Ach, zwei Hits down? Mein Gott. Das ist hart. Vielleicht hätte ich doch nur mit der Schleuder Lärm machen sollen. Aber schnell. Atze, ich komme.
Oh, also du bist bei mir. Puh, das war furchtbar knapp. Oh, wir haben es trotzdem geschafft. Die Hölle selbst kann nicht wüten wie eine Fad. Nun, eigentlich wie eine beliebige Ratian. Sie könnte der Kommission wertvolle Daten liefern. Jäger, du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Von dem Vieh? Da gibt es eine Probe von mir, wenn das Vieh mit mir fertig ist. Mir war klar, dass der Sora Magdaros eine riesige Bestie ist, aber dass er so riesig ist, ist ein echter Schock. Seine Ausmaße übertreffen sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ups. Ich frage mich, wie viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden? Und bestimmt ein paar. Jetzt hingelaufen. Muss ich hin? Ich bin jetzt komplett in die falsche Richtung gelaufen. Endlich! Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Oh ja, sie haben es geschafft ohne mich. Und ich eier hier rum. Sieh nur! Grandios! Wie gewaltig! Was für ein tolles Exemplar! Ja, schön. Habe ich ihn wieder gesehen? Oh nee, ich kenne mich nicht nochmal. What? Komm schon, lauf, Digga. Ich kann den Hinweis sehen. Das hast du gut gemacht, Jäger. Naja, gut. Gut ist wahrscheinlich anders. Was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Okay, wir haben sie irgendwie beschützt. Gar nicht so wirklich getan haben. Wir werden mal kurz unsere Waffe schnell schleifen. Hat echt hardcore reingehauen, obwohl wir schon gute Rüstung haben. Ich habe ja noch parallel sogar gefarmt. Was hat irgendwie nicht ganz gereicht. Ist ja echt crazy, ey. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ah, ich bin doch gleich da. Komm, wir springen, ist ja gar nicht so hoch. Hier links hoch. Der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ach, an die Karten kann ich mich auch erinnern aus der Beta. Stimmt. Cool, in diesem Abschnitt hier. Eine schöne Videosequenz. Cool. Schieb weiter! Na los! Macht schon! Schau mal dort! Noch ein Hinweis! Erika! Komm! Ich zuerst! Lass mich da! Lass mich da! Die sind total aufgeregt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Den habe ich in der Beta gelegt, der war richtig schwer. Das ist ein Fahrrad! Halt mir! Aus dem Weg! Okay, Atze, los geht's. Thank you.
Geile Animation, schön in Slow-Mo. Ich glaube, du bist mein nächster Gegner. Man musste dem immer hart ausweichen, das weiß ich noch. Die Gelehrten schweben noch in Gefahr. Du musst den Baron aus dem Weg räumen. Wieder dabei. Ich halte die Gelehrten von Gefahr fern. Daneben, scheiße. Oh ja, mit seinem Schwanz so. Jawohl, wir sind drauf gekommen. Wo kommt die Animation nicht, was ich drücken muss? Aber ich weiß es ja, glaube ich, eigentlich schon ganz gut. Wir dranhängen und auf ihm einstechen. Dabei. Ah, jetzt macht er wieder sein Schlotterzeug hier. Wenn man da reingeht, wird man extrem geslowt. Das hat wehgetan. Ich werde mal schnell meine Waffe machen. Komm schnell. Und danke, Arzt, für den Heal. Den habe ich echt gebraucht. Oh. Nein! Das ist halt scheiße, man muss immer so extrem dicht dran gehen. Oh. Komm schon, werd wach, Großer. Oh, der Kampf ist auf jeden Fall schon mal episch. Daneben. Oh mein Gott. Rennt so viel rum, ey, wie in der Beta, der war auch echt schwer. Nicht wegrennen. Okay, wir gönnen uns jetzt nochmal einen Heiltrank, glaube ich. Also der ist auf jeden Fall strange, der Typ, ey, oh mein Gott. Dann hauen wir uns nochmal schnell die Waffe hoch. Zählt zwar immer nur für die ersten Angriffe, aber der Damage könnte nachher vielleicht auch entscheiden. So, wir kommen. Wir kommen, um dich zu holen. Oh mein Gott, der haut auf jeden Fall rein. Der ist schwer. Ja, okay. Oh Mann. Bei dem machen wir aber nicht viel Schaden. Daneben, Atza. Oh, der hat gesessen.
Er macht wieder diese Schleimattacke. Aua, aua. Oh, Schwanzattacke, Schwanzattacke. Oh, der hat gesessen. 70 Crit. In dein Gesicht, mein Freund. In dein Gesicht, Azapeng. Bam, 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 bam. Los geht's. Boom. Oh, nice, Leute. Er humpelt schon. Ich fand ihn aber in der Beta bisher schwerer. Oder es liegt daran, dass wir natürlich jetzt auch besser sind. Ich weiß es nicht genau. Mich würde mal interessieren, Leute, was, welche Waffe ihr am geilsten findet bei Monster Hunter World 2. Vielleicht schreibt es mir in die Kommentare. Da habe ich wirklich Interesse dran, weil ich überlege noch, welche ich als Zweitwaffe nehmen soll. Ich will nicht nur auf dem Hammer hängen bleiben, wo ich den sehr, sehr cool finde. Aber ich will diese schwierige Stelle im Sumpf finden. Und hier. So, los geht's. Mein Gott, ich habe so Bock auf dieses Spiel, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ich habe ja die Beta-Phase mit 40 Fieber auch komplett durchgesuchtet. Das hier ist wirklich echt... Oh mein Gott, genau mein Ding, worauf ich total stehe. Ich überlege, ob ich noch... Ich hätte ganz gerne einen Fernkämpfer. Vielleicht auch wirklich den Bogenschützen. Ich muss mal schauen. So, hier liegt er und versteckt sich. Geschlafen wird woanders. Morgen! Und los geht's. Nein, renn mir nicht weg. Au, das habe ich nicht gesehen. Okay, das macht immer noch genauso viel Schaden. Oh, Mist, ich hätte ihn angucken sollen, ich Trottel. Ich hätte ihn mir angucken sollen. Das war gerade der Fail des Todes, Leute. Alles okay? Oh, da habe ich auch verschissen. Wenn du Hilfe brauchst, rufe mit deinem Notleuchtzeichen andere Jäger. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe ihn so gut wie tot. Das machen wir jetzt hier wirklich ganz fein und schön alleine. So wie es sich für einen richtigen Hunter gehört, Leute. Für den brauchen wir keine Unterstützung. Wir haben nur nicht aufgepasst. Ich finde auch, wir vertragen einfach nicht so viel. Also, ihr habt es ja gesehen, ne? Nach einem Hit war ich noch bei 30%. Das ist schon hart. Also, der tut uns auf jeden Fall weh. Wir dürfen einfach keinen Charge von ihm abbekommen. Und dann gewinnen wir ihn auch, also. Weil da jetzt keine großen Sorgen, dass wir das nicht schaffen irgendwie. Das ist easy peasy. Oh, nochmal. Also wir sind gerade so ausgewichen. Boah, gerade so ausgewichen. Aber sehr knapp gerade.
Oh, jetzt müssen wir uns unbedingt heilen. Nee. Ich wusste, dass das macht. Nee, doch nicht. Schnell trinken. Komm. Oh nein, der heilt sich, glaube ich, wieder, wenn er sich da dreht. Uiuiuiui. Die Attacke ist nicht gut gegen ihn, das muss ich aufpassen. Oh, ich bin gestunt. Oh nein, oh mein Gott, ich will nicht nochmal sterben. Okay, jetzt. Oh geil, wie Arzt hier mit seinem Boot im Wasser fährt, ey. Toll, es gibt ja einen Heal. Warum hat er mich getroffen? Ich war doch daneben. Verdammt. Nein, ich habe gerade meinen Trank gewastet. Komm schon. Wow. Schon. Das ging jetzt aber auch strange ab hier. Da war einiges rausgehauen an Tränken. Ich auch ein paar gefailt habe, weil ich immer wieder Angst hatte, dass er um die Ecke geschossen kommt. Aber wir haben ein paar nette Teile bekommen. Das ist schon mal eine ganze Menge wert und freut mich auf jeden Fall sehr. So. Sammeln wir noch die letzten Sekunden hier ein bisschen, was das Zeug hält. Sehr schön. Ja, Quest erfüllt, meine Lieben. Ich finde diese Story wirklich richtig schön. Gut gemacht. Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine Sorge. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ah, sehr gut. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Okay, wenn du das sagst. Hey du, gehörst du zur 5. Flotte? Yes, I am. Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Ich habe gut gehalten dafür. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden.
Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Na gut, okay. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Ganz schön gelitten, glaube ich. Ach Gott, so die Süße, ey. Wer war das denn bitte? Er nickt immer nur. Mhm. Okay, Nicky die Nick. Gott, wie viel Stuff wir bekommen haben. Sehr geil. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wieder ein Monster gelegt. Ah, cool, die haben die ganzen Hinweise auf die Karte hinzugefügt. Okay. Oh, wir müssen einen Gelehrten, glaube ich, finden. Begib dich sofort zur Wildturmödnis. Jawohl, Kommandant. Das machen wir natürlich im nächsten Part. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, schmettert mir doch einen Daumen nach oben rein. Und ja, wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, dann könnt ihr mich auch super gerne abonnieren, um meinen Kanal zu unterstützen und nichts mehr zu verpassen. Super gerne natürlich auch die Glocke aktivieren, weil ihr immer schön mit am Start seid. Ja. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch meinen MMOGA-Link benutzen. Dort könnt ihr bares Geld sparen. Zum Beispiel kostet auf MMOGA das Spiel gerade statt 60 Euro 48 Euro. Also ihr spart satte 12 Euro, wenn ihr meinen MMOGA-Link benutzt. Und ich kriege ein bisschen Provision, was mich natürlich super, super freuen würde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Bis dann, haut rein, euer Fearscream.